Ich bin Jimmy und ich habe einen Hund. Ich bin Billy und ich werde ein Einhorn. Du kannst kein Einhorn werden, aber ich muss ein Einhorn werden. Warum sagst du das? Ich muss es machen. Es muss einen Grund dafür auch geben. Komm mit mir und ich werde dir zeigen, warum ich ein Einhorn werden muss. Warum soll ich dir vertrauen? Was willst du mir zeigen? Wir gehen nur ein paar Schritte in den Wald. In den Wald? Weißt du, was es drinnen gibt? Nein, aber ich werde es bald sehen. Lass mich dir was erzählen. In dem Wald stehen Bäume. Sie warten dort, um kleine Kinder zu finden. Sie bleiben immer da. Hunderte Kinder liegen in dem Wald tot. Wie heißen sie? Denkst du, dass ich weiß, wie sie heißen? Nimm nicht alles so ernst. Es war sarkastisch gemeint. Warum tust du das? Weil ich es tun darf. Warum glaubst du, dass du so etwas machen kannst? Halt! Hammerzeit! Nennst du nur eine Ablenkung? Ich mag Ablenkungen. Soll ich noch eine zeigen? Warum führst du diese Unterhaltung? Ich spreche gern. Okay, du kannst mich in den Wald bringen. Ich will nicht mehr leben. Fahren wir jetzt zu unserem Tod. Meinst du wirklich, dass wir in dem Wald sterben werden? Warum fragst du so etwas? Ich habe schon gesagt, dass ich glaube, wir werden in den Wald sterben. Ich kenne dich gar nicht. Vielleicht gelten deine Sorgen, aber ich kann Kung Fu. Stell eine Platte vor mich und ich werde es auseinanderbrechen. Ich habe Zeit für das nicht. Ich kann nicht jetzt spielen. Ich muss arbeiten. Ich brauche Geld. Folg mir und ich werde dir viel Geld zeigen. Du wirst nie noch einmal arbeiten müssen. Wo ist das Geld? In dem Wald. Wie hast du das gelernt? Warum bestehst du darauf, dass wir in den Wald gehen müssen? Ich verstehe die Frage nicht. Setz dich hin und ich werde dir die Antworten geben. Ich setze schon. Wenn ich keine Antworten sofort bekomme, werde ich jemanden töten. Und ich beginne mit dir. Erzähl mir jetzt diese Geschichte. Okay, ich werde versuchen, aber ich habe nicht gern dein Ultimatum. Okay, dort war ich. Ich habe in meinem Zimmer gesessen. Ich habe ein paar Sachen auf einem Blatt Papier geschrieben. Mein Bruder ist in das Zimmer gelaufen. Er hat mir diese Geschichte erklärt. Zwei Nummern gehen zusammen. Sie entsprechen einander. Wahre Geschichte. Warum sitze ich noch hier? Ich werde dich jetzt zum Boden ziehen und dich töten. Es scheint, dass du wütend bist. Ist es dir gerade eingefallen? Vielleicht werde ich dich von einem Berg fallen lassen. Wie ist so eine Idee entstanden? Es tut mir leid. Diese Unterhaltung soll nicht so viel Wut enthalten. Ja, genau. Seitdem wir uns getroffen haben, suchst du einen Grund, um mich zu töten. Du hast die Wut in mein Herz gelegt. Vielleicht sollen wir uns noch einmal vorstellen. Ich handle nicht mit Terroristen. Wir haben das Ende dieser Unterhaltung erreicht. Warum trägst du ein Gewehr? Wie soll ich sonst schaffen, dich zu töten? Kannst du lesen? Ja, warum? Du verlierst. Du stellst dich vor als Besserwisser, oder? Gut, dass du das erkennst. Ich habe gedacht, dass dein Gehirn nicht fertig entwickelt hat. Warum reden wir so? Weißt du, wie wir aussehen müssen? Keine Ahnung. Wann wird das neue Xbox erscheinen? Morgen. Das erscheint mir unglaubwürdig. Viele unglaubwürdige Dinge bilden die Wahrheit. Wann fangen wir an, in den Wald zu gehen? Warum fragst du immer dieselbe Frage und erwartest etwas Neues von mir? Was wohnt in dem Wald? Wovon hast du Angst? Das betrifft dich nicht. Was erwartet auf mich in dem Wald, wartet nur auf mich. Etwas wartet immer auf jemanden. Die Zeit vergeht. Kann ich dir helfen? Nein, wir können nie gegen so etwas gewinnen. Zusammen können wir alles schaffen. Es tut mir leid, aber der Wald ist jetzt geschlossen, weil die Bäume sich nicht wohl fühlen. Welche Art von Essen bieten sie in dem Wald? Warum interessierst du dich daran? Ich erinnere mich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Warum würdest du fragen, was sie anbieten, wenn du dich nicht daran erinnerst, warum du es gefragt hast? Ich studiere Psychologie an der Uni. Ich verbinde Dummheit mit Unvernünftigkeit. Dann sehe ich an, was passiert. Etwas fehlt dir. Du spinnst. Was bedeutet das?
Lass uns dich und normale Leute vergleichen. Du bist nicht normal. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe in den Wald, um ein Einhorn zu werden. Viel Glück. Danke. Ein Baum. Nom, 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 nom. Dum, 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 dum.